Das ist geil. Ich mache jetzt trotzdem mal das nächste, weil mir das ein bisschen zu laut ist auf den Ohren. Ich höre mich schon selber nicht mehr sprechen und das ist ein schlechtes Zeichen. So. Ja, das geht. So, was ich übrigens noch ansprechen wollte, war... Ich habe jetzt unter meinem ersten Video, also unter der Minecraft-Folge Nummer 1... ein paar Kommentare gehabt, so nach dem Motto, ja, ich habe dich abonniert, abonniere mich zurück, Nein, das mache ich grundsätzlich nicht. Ich mache kein Sub for Sub und sowas. Ganz einfach aus dem Grund, da ich nur Leute abonniere, von denen ich mir auch die Videos anschaue. Und deswegen abonniere ich auch. Also ich abonniere Leute, damit ich sehe, wann neue Videos da sind. Und die dann auch gleich schauen kann. Und ich abonniere nicht Leute, einfach die mich abonniert haben. Ja, mache ich nicht. Und jeder, der mich jetzt abonniert hat und in der Erwartung war, ich würde zurück abonnieren, der soll mich doch bitte deabonnieren. Weil ich das nicht machen werde. Ja, so viel dazu. Ich mache das hier rein aus Spaß an der Freude, wie man so schön sagt. Und ja, uah, sind da jetzt schon Monster da? Nee, ne? Okay, da hat nämlich gerade eins geröchelt. Ich gehe mal schlafen. Genau. Und wer das nicht mag, der soll doch bitte nicht zuschauen. Ja. Ich erlaube mir das einfach mal zu sagen. Ja, weil mir sind Abos auch nicht wichtig. Insofern, ja, los, deabonniert mich. Ist mir egal. Ja. Natürlich, wem das Zeugs hier gefällt, was ich hier mache, was ich mir fast nicht vorstellen kann, der kann mich gerne abonnieren und kommentieren und natürlich favorisieren und liken. Wisst ihr Bescheid? Ja. Aber bitte auch nur, das war jetzt an die gesprochen, die das wirklich wollen. Und ich möchte hier ganz sicher keinen dazu zwingen, irgendwas zu tun, was sie nicht ja, tun möchten. So, da kommt jetzt ein Creeper. Ja, das war das dazu. Und ich kann auch keine Leute verstehen, die dann... Ich weiß nicht, die ihre Existenz darauf aufbauen, wie viele Abos sie bei YouTube haben. Und gucken, ja, boah, ich habe mehr Abos als du und guck mal und bla und hier müssen wir zubauen. Und ja, verstehe ich nicht, mache ich nicht und... So viel dazu. So, jetzt höre ich aber echt auf, drüber zu reden, weil es ist wirklich ein dummes Thema. Was sich eigentlich gar nicht lohnt, darüber zu reden. Du sag mal, bist du ein Hühnchen von mir? Bist du ausgebüxt? Nö, sind noch drei. Na gut. Süß. Hier rupp ich jetzt weg, weil wir da sowieso... flach machen müssen. Das alles irgendwie auf eine Ebene zu bringen. Müssen wir eigentlich nicht jetzt machen, aber ist ja egal. So. Ups, das war schon die erste Schaufel. So schnell kann es gehen. Nein, das habe ich mir fast gedacht. Na gut. Hallo. So. Okay, jetzt frage ich mich wirklich, warum ich das eigentlich zugebaut habe. Naja. Oh, nicht schon wieder. Komm schon. Ups. Was war das denn? Ach, das war doch so hoch. Okay.
Ja, nein, ich spiele nicht unvorsichtig oder so. Es ist einfach nur so, dass ich jetzt keine Lust habe, da die ganze Zeit aufzupassen, wo ich hinlaufe. Ich meine, der passt schon die Geine drauf auf, wo er hinläuft. Ich meine, das macht doch keiner. Nee. Nein, 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 nein. Die Musik ist jetzt so traurig. Ich überlege gerade, was ich ein bisschen erzählen könnte. Okay. Und mit diesem Musikstück haben sich meine ganzen Gedanken gerade verflüchtigt. Achtung, da geht's gleich wieder rein. Genau. Die Playlist beinhaltet übrigens, oh Gott, ich weiß es gerade gar nicht, um die 200 Lieder würde ich schätzen. Das heißt, da kommt schon einige Abwechslung rein, sobald Shuffle richtig funktionieren sollte. Ich glaube, ich baue das Wasser mal zu. Immer noch so recht tief eigentlich. Ja, da geht Erde echt schöner zum Abbauen. Und vor allem schneller. Man glaubt es kaum. So, du kommst weg, du kommst weg. Du auch, du auch. So, man kann da natürlich dann auch so ein bisschen einen kleinen Abhang machen, dass es hier ein bisschen, ja, tief geht. Aber vorher mache ich hier ein bisschen weg. Ich meine, so ein bisschen was darf bleiben, aber eben auch nicht alles. Und keine Angst, wenn wir das hier alles weggeruppt haben, es wird sicherlich nur, keine Ahnung, 5 Folgen dauern. Oh, das war jetzt die Spitzhacke. Ach so. Dann bauen wir auch ein Häusli. Das wird bestimmt ganz hübsch. Auf so einer Insel. Oh. Aber Leute, Terraforming ist nun mal notwendig, wenn man was Hübsches zusammenbauen will. Muss leider sein. Tut mir leid. Okay, ich mache wieder das nächste. Oh Gott. Ich hab's fast geahnt. So, und jetzt sagt mir doch mal einer, wer dieses Lied nicht kennt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da auch nur einen gibt. So, das sieht doch schon ganz gut aus hier. Ja, das hier würde ich gerne lassen. Und fragt mich bitte auch nicht, warum dieses Lied in der Playlist ist. Und nein, ich bin nicht verheiratet. Sollen wir es hier lassen eigentlich? Fände ich ja irgendwie ganz lustig. Allerdings nur ab hier in etwa. Weil sonst fließt es da so komisch runter.
tun, dann passt es nämlich gar nicht mehr. So. Später können wir eventuell auch die zwei Inseln verbinden, beziehungsweise unsere Insel und den Teil da drüben, und dann noch irgendwas dazu bauen. Normalerweise kann man bei Erdeklatschen ja recht viel erzählen. Ich bin aber immer noch am Überlegen, was ich denn so sagen könnte. Also wie schon gesagt, wenn irgendwem ein Thema einfällt, oder auch mehrere, über die er mich gerne reden hören würde, der kann das einfach mal eben Bescheid geben. Und in die Kommentare schreiben. Oder meinetwegen auch per PN oder sonst was. Ja, auf jeden Fall wäre es da echt praktisch, wenn ihr mir da Bescheid sagt. Weil ich kann es ja nicht riechen und auch nicht hören, weil ich höre euch ja nicht, wenn ihr da so vor euren heimischen Rechnern sitzt und mir irgendwelche Sachen zuruft. Das geht leider nicht. Nehme ich noch eine Reihe weg. Ja, ich weiß, es wird gerade Nacht. Und das war auch eine Schaufel. Dann nehme ich mal die Erde noch mit. So. Und dann schleunigst nach Hause zurück. Morgen früh können wir auch ein bisschen ernten. Check. Und schlafen.